Die Reichen sollen zahlen! Wir organisieren uns mit den Kolleginnen und stehen als Arbeiterinnen zusammen. Wir begrüßen euch herzlich. Wir freuen uns, dass wir bereits gestern mit mehr als 2500 Menschen auf unserer klassenkämpferischen Demonstration im Wedding laufen konnten. Als klare Absage gegen die kapitalistische Krisenpolitik von der Bundesregierung und die permanenten Angriffe des Kapitals. Und deswegen haben wir klar gesagt, von der Krise zur Enteignung. Wir sagen Danke für nichts. Wir wollen würdige Arbeitsverhältnisse und keine billigen Plexiglasscheiben. Denn unsere Jobs waren auch schon vor der Corona-Krise häufig genug schlecht bezahlt. Die jetzige Situation wird dabei von Vorständen, von Bossen und von Aktionären des Kapitals ausgenutzt, unsere Arbeitsbedingungen noch schlechter zu machen. Denn während Rettungspakete von dem Staat milliardenschwer geschnürt werden und viele Unternehmen als Profiteure der Krise Rekordumsätze einfahren, gerade wegen der Pandemie, versucht man uns dreist ins Gesicht zu lügen und zu sagen, es wäre kein Mehr an Würde oder Lohn drin. Dabei sind sie es, die ordentlich Kohle scheffeln, ob nun in der Automobilbranche, wie beispielsweise bei Daimler-Benz, bei Logistikkonzernen, Lebensmittelhändlern wie Rewe, Lidl und Aldi oder bei Onlinehändlern wie Amazon. Ihre Umsätze und Gewinne steigen und steigen. Und für uns als Arbeiterinnen fällt nur die kleine, bekannte Brotscheibe ab. Aber selbst die versuchen sie uns noch zu nehmen. Und so wird gelabert vom Verzicht und von schwierigen Zeiten. Es wäre nicht mehr Lohn drin. Aber das sind nur Vorwände, um unsere Löhne weiter runterzuschrauben und aggressiv gegen Gewerkschaften, gegen organisierte Belegschaften oder allein den Versuch der Organisierung aggressiv vorzugehen. Und als wären sie nette Menschen, schenken sie uns eine Dankeskarte mit einem Schokoherz und eine billige Plexiglasscheibe wird vor unsere Nase gesetzt. Das soll also alles sein? Denn diese Maßnahmen sollen uns, die ihre Arbeitskraft jeden Tag verkaufen müssen, um zu überleben, um die völlig überteuerte Wohnung zu bezahlen, um die steigenden Lebensmittelpreise zu bezahlen. Sie sollen uns ruhig halten, denn sie haben Angst, dass ihre Ausbeutung nicht mehr akzeptiert wird. Und anstatt konsequente Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit zu ergreifen, rufen sie nun eine Ausgangssperre ein, damit wir auch morgen früh schön auf Arbeit gehen können und unsere Arbeitskraft ganz im Dienst des Kapitals stellen können. Und ihr Rubel rollt, während wir den gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. Und deswegen sagen wir Schluss mit dem Verzicht. Und wir sagen auch Schluss mit dem sozialpartnerschaftlichen Kuschelkurs mit den Profiteurinnen der Krise. Denn wir als Lohnabhängige sind es, wie der Kollege es gerade schon richtig sagte, die an den Produktionsbändern, in den Großraumbüros, in Bus und Bahn tagtäglich ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und sich den gesundheitlichen Gefahren einer Corona-Ansteckung aussetzen. Als Belegschaften, als Gewerkschafterinnen müssen wir in die Offensive kommen. Und das bedeutet aktive betriebliche Mitbestimmung über Betriebsräte, über die aktive Organisierung in und außerhalb unserer basisgewerkschaftlichen Kampagnen, unserer Belegschaften. Wir müssen uns in unseren Stadtteilen, in unseren Häusern, in unseren Betrieben organisieren und uns nicht einschüchtern lassen. Und darum stehen wir als Stadtteilorganisierung Reihe in Reihe mit euch heute für eine sozialistische Produktionsweise, damit Mensch und Umwelt nicht den Profiten der wenigen dienen, sondern den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Also halten wir fest, diese Krise darf nicht auf unserem Rücken ausgetragen werden. Und darum zeigen wir als lohnabhängige Solidarität. Wir nehmen keine Entlassungen, keine Kurzarbeit, kein Gerede von Rotstift und Kürzungen hin. Wir organisieren uns mit den Kolleginnen und stehen als Arbeiterinnen zusammen. Denn wer vom System profitiert, der wird zur Kasse gebeten. Kurzum, die Reichen sollen zahlen.
Barrikade, halt die Barrikade, endlich.